There we go again. 20 Spectrum 2 Cases. Wir machen sie mal auf und gucken, was so passiert. Ich warte auf meinen Butterfly nach Sapphire in Star Trek FN. Wir starten ganz stark. Also für die Spectrum 2 Kiste muss man sagen, wild. Purple, wild. Ja. Ich nehme auch mein Headset ab, denn ich brauche diesen Ton nicht. Ja, dieses Geklacker geht mir auf den Senkel. Back-to-back Purple. Ich glaube, da passiert heute was, oder? Ich glaube, das hatten wir noch nie. Nummer 1 und Nummer 2 Purple. Das ist richtig krass. Ich glaube, ich habe irgend so einen Fehler an der Matrix. Da kommt was. Da kommt was. Guck mal, wie es leuchtet. Diese wilde Animation. Diese wahnsinnige Arbeit, die sie sich gemacht haben, damit dieses Rare Special Item so wild aussieht. Schon wieder Purple. Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Viel testet, Minimum Wear und viel testet. Das ist ja absolut krass. Leute. Was passiert hier? Das darf niemand sehen. Die sagen, ich arbeite für Valve oder so. Wenn es weiter so geht. Okay. Das soll ein bisschen wieder mich auf den Boden zurückbringen, ja. Es funktioniert. Lady do. Okay. Bald ist das 10-Jährige von CSGO. Meint, da kommt was Dickes. Also wird es die neue Source Engine geben? Oder wird es etwa eine neue Community Case? Meint ihr, da kommt eine neue Case? Das wäre wild, oder? Okay, wir sind wieder back to normal. Quick! Wir sind wieder sowas von zurück. Eieiei. Na gut, wollen wir uns mal nicht beschweren. Ja, schließlich haben wir schon 3 Purple Skins gezogen, was insgesamt bestimmt 20 Cent sind. Deswegen, da will ich jetzt mal nicht meckern, ne? Das macht Game mit mir. Ich bin müde, während ich Kisten öffne. Sag mal, das ist doch, das kann doch nicht sein. Das soll spannend sein. Aber die Kiste ist so schlecht, dass es für mich nicht aufregend ist, die aufzumachen. Bei der Recoil Case wäre es noch was anderes. Weil da gibt es halt noch den einen oder anderen Skin, der ganz nice ist. Und den man dann auch vielleicht auch mal zieht. Wie zum Beispiel die AK. Ja, ich finde die ganz cool, die Valorant AK. Deswegen, da würde ich sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Die Red Skins, beide finde ich nice. Deswegen ja. Möglich ist es. Du Arsch. Und natürlich die Gloves, weil ich noch keine gezogen habe. Da muss ich sagen, ich finde die nicht gut. Sind halt Gloves. Aber wir brauchen... Wir brauchen... Battlescard. Battlescard AK. Für 20 Euro. Alrighty. Wir haben Redskin gezogen. Chapeau. Spectrum 2. Und jetzt das Knife für den krönenden Abschluss. Let's do it. Lasst gerne ein Like da für den krönenden Abschluss. Und abonnieren den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, yeah, okay. Wir haben Redskin gezogen. Ich kann mich nicht beschweren. Auch wenn der Battlescard ist. Immerhin.